Guten Morgen, liebe Leute. Ja, an jeden, der noch dabei ist, ein herzliches Willkommen. Ich trinke meinen Tee. Ich bin vom Kaffee weg, Gott sei Dank. An alle, die noch dabei sind, wie gesagt, durchhalten. Wollte ich sagen, ich gehe heute nochmal in den Laden. Man darf wohl heute noch. Ne? Also, aufgrund, trotz aller Meldungen, Zumachen etc., Ausgangssperre oder so, es ist noch nicht beschlossen. Also werde ich nochmal in den Laden gehen. Wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen. Wenn die Ausgangssperre kommt, dann verdienen wir kein Geld, ist klar. So wie es vielen von euch ja auch schon geht. Und wenn wir kein Geld verdienen, können wir nichts kaufen. Dann können wir auch unsere Family halt nicht ernähren hier. Das wäre doof. Noch geht es uns blendend, allen wahrscheinlich, ja, allen, außer die wahrscheinlich das schon mit dieser Krankheit zu kämpfen haben. Ansonsten ist das ja jetzt noch machbar. Das ist jetzt eine Woche mit Einschränkung. Aber man sieht ja, wo es hinläuft. Und ich glaube nicht, dass man das lange durchhält so. Mal sehen, mal schauen. Wolfgang habe ich gestern angemotzt. Weil er wieder das Fenster aufgerissen hat, gleich bei jedem, der kam. Ich sage, lass das Fenster zu, Wolfgang. Na, wir wollen ja auch nach der Krise nochmal mit Wolfgang vielleicht ein Gespräch führen können. Also. Wie gesagt, Felix war gestern kurz da, hat sich gemeldet. Der ist nur einer von den am härtesten Betroffenen. Die leben einfach auf der Straße. Um da kümmert sich halt keiner. Möchte mal wissen, wie sie die Versammlung auflösen wollen, auch wenn das verboten ist, wenn so die ganzen Obdachlosen, die sich unter der Brücke halt zusammenfinden. Ich meine, das funktioniert, wer sich dann darum kümmert, um die Leute, das sind ja auch sind ja stark Gefährdete, weil die sind absolut Risikogruppe, die sind alle angeschlagen, ihr Immunsystem ist absolut unten, also nicht, weil die im Dreck liegen, haben die ein muted Immunsystem. Also, das ist ja Quatsch. Sind teilweise alle mit Krankheiten vorbelastet und so. Also, ja, der war gestern nochmal da, den habe ich noch 20 Euro in der Hand gedrückt. Gibt es ja wahrscheinlich für, na, mit Sicherheit für irgendwelche Drogen Scheiß aus. Ja. Ja, und dann ist jetzt auch langsam die Zeit, liest man ja auch jetzt immer wieder, wo die ganzen Verbrecher auch rauskommen und alle diese Situation ausnutzen. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Und wir suchen gerade online Klopapier. Ich habe was gefunden tatsächlich, ja. Aber Marlies möchte das nicht bestellen, oder? Ja, dann haben wir 10 Jahre Klopapier. Es gibt chinesisches Klopapier bei mir. Das ist so witzig. Na, soll ich das jetzt bestellen oder nicht? Noch. Okay. Ich habe es im Warenkorb auf alle Fälle. 64 Rollen Klopapier, so ein super Pack. Wahrscheinlich nachher, wenn wir dann gucken wollen, ist es ausverkauft. Jetzt sind noch mehr als 10 verfügbar, nachher ist es dann weg. Wie auch immer, ich gehe jetzt gleich im Laden nochmal und werde mich um so ein paar Leute kümmern, die eventuell noch Hilfe brauchen mit dem Fahrrad. Weil empfohlen ist es, Fahrrad zu fahren, nicht mehr die öffentlichen zu nutzen, auch wenn sie fahren, nicht mehr nutzen. Zumindest war das der Stand jetzt. Und ja, empfehlen wir seit Jahren, Fahrrad zu fahren. Jetzt ist es zu weit. Ja, okay, Nas. Macht das gut. Macht das Beste draus. Bleibt zu Hause, wenn ihr nicht rausgehen müsst. Ganz wichtig. Und lasst eure Eltern in Ruhe. Also, so blöd wie klingt, anrufen, ja, wenn es geht, noch, solange wie es noch geht. Was gibt's noch? Macht ein Video, ladet das bei YouTube hoch. Ich meine, ihr habt ja alle YouTube. Alle, die das sehen. Macht ein Video, ladet das hoch. Und dann können die das, eure Eltern oder Oma, Opa und so, die können sich das angucken. Das ist eben auch ganz wichtig. Deswegen haben wir das ja unter anderem auch gemacht. Dass wir so ein bisschen die Familie mit drin genommen haben, damit Oma und Opa auch davon haben. Und die gucken das ja regelmäßig und die freuen sich auch darüber, über die Videos. Also das ist ja auch so eine Sache. Und wir haben jetzt schon, jetzt sind
Notzeiten quasi, jetzt kann man genau auf dieses wunderschöne Medium, solange wie das noch existiert, zurückgreifen. Ja. Finde ich auch eine sinnvolle Sache. Und dann hoffen wir alle, dass es allen gut geht, dass es alle überstehen. Wir haben auch, genau wie jede Familie, haben wir auch in der Familie Fälle, wo wir nicht wissen, wenn die trifft, und wo man eigentlich weiß, wenn es die trifft, dann geht das nicht gut. Und das hoffen wir einfach mal, dass es da vorbeigeht, aber es geht nicht an allen vorbei. Das ist auch Fakt. Ja. Das vergessen. Marlies verzweifelt am Klopapier. Oh Mann, Kinders, ey, was für eine Zeit, was für eine Welt, also, wie gesagt, nach wie vor total interessant, natürlich sowas mal mitzumachen, aber geil wäre, wenn am Ende einer sagt, stopp, alle drauf anfangen, war nur eine Übung. Ja, das wäre natürlich super. Aber ich glaube, das können wir vergessen. Irgendwann wird sich das normalisieren, für uns, in unserem Kopf, in unseren täglichen Abläufen. Aber es wird sich nicht mehr in der Welt normalisieren. Es wird für immer seinen Platz in der Geschichte haben, dieses Ereignis. Es wird, also wirtschaftlich ist es der GAU für die Welt. Absolut. Und wer wirtschaftlich abhängig ist, sprich Börse etc. oder absolut, also nicht hier, sondern diese imaginäre wirtschaftliche, die sind einfach nur handeln mit irgendwelchen Sachen und Zahlen von links nach rechts schieben. Wer davon unabhängig ist, der ist tot eigentlich. Also der kann das nicht packen. Das ist wieder Black Friday. Jetzt hat angefangen Freitag der 13. mit dem Wasserschaden für uns eigentlich. Da war es so richtig so, da war ja schon alles, das war ja alles schon da, aber das war so irgendwie dieser. Ja. Dann geht es noch bergab. Ab da ging es richtig bergab in Deutschland. Noch einmal seid ihr dabei im Laden. Also einmal geht noch, heute Abend wird beratschlagt von der Regierung oder vom Senat. Weiß ich nicht, Regierung oder Senat. Bede, alle setzen sich zusammen. In Berlin ist ja einfach, die sitzen ja quasi nebeneinander. In diesem Fall ja nicht, in diesem Fall ist alles Videokonferenz, klar. Und dann werden wir wissen, wie es weitergeht für uns. Und dann wird es definitiv drastische Maßnahmen geben. Wo hast du gesagt, das ist verboten? Ausgangssperre? Zwei Personen? Das war gleich in Bayern mit Ausgangssperre. Und da, über mehr als zwei Personen? Gibt es ja auch schon mehr als zwei Personen. Außer Familien natürlich. Außer Familien? Mehr als zwei Personen ist verboten? Ja gut, aber Familien dürfen dann gar nicht mehr raus. Also darf man auch nicht vergessen. Du darfst dann raus, weil einkaufen gehen, aber dann schleppst du deine Kinder nicht mit, gefälligst. Ne? Ist ja wohl logisch eigentlich, die lässt du zu Hause. Na, außer natürlich, du hast hier so ein Appendix. So ein abhängiges Kind, was da irgendwie vorne dran hängt oder so, ja. Und bist alleinerziehend oder so. Und weißt nicht, du kannst ja nicht zu Hause lassen alleine. Funktioniert ja nicht. Musst du natürlich zu Hause lassen. Ansonsten, ja, gehst halt alleine schnell einkaufen und dann ist gut. So ein scheiß Virus, ey. Wie das alle Alarm legt. Unglaublich. Sowas ist Papiertütenpackung. Unsere Überlebenspakete sind angekommen. Na, die ist ja nicht sehr voll. Endlich Königsberger Klopse. Oh Mann, wir haben hier schon Dosenfutter, ja. Unglaublich. Ich glaube, wir können das auch verbrauchen. Ne? Jetzt Kohlrouladen. Nee, das warten wir mal ab, bis die Ausgangssperre ist. Ja. Müllers Büchsenladen hat geöffnet. Ei, ei. So. Papa, sieht das aus?
Das sieht sehr gut aus. Das? Meine Arbeit? Ja. Aber ich habe auch einen Computer. Einen Computer hast du, eine Kamera hast du, fantastisch. Sehr gut alles. So gut, okay. Sind Würstchen im Glas und Würstchen im Glas? Nee. Das ist ja fast schon mein Leibgericht. Wurst im Glas. Viel Tee. Viel Tee. Jetzt ist wichtig. Tee. Tee. Oh. Tee ist okay. Was da? Das Sonnensystem. Nein, ich werde es nicht schon. Kinderwürstchen, Saftbockwurst. Ah. Hier leben wir auf der Erde. Wir leben auf der Erde. Venus, Jupiter, Merkur, Pluto, Neptun, Mars, Saturn. Und Apfelmus. Und der Mond. Das war's. Okay. Venus auch. Der Mond. Soll nicht rausgehen. Und die wollen das jetzt so auf. Achso, dass Kinder per Gesetz rausgehen dürfen. Weil die Leute sich nicht dran halten. Die haben eigentlich gesagt, Leute, bleibt zu Hause, aber die Leute gehen trotzdem raus. Jetzt müssen sie das beschließen. Außer mit Einkaufen, das ist nicht, denn man muss das schnell. Einkaufen muss sein. Die China. Ich muss mich gar nicht so anlachen. Oder ist sie gleich ganz depressiv? Sag mir, was du brauchst, ich gehe einkaufen. Ist doch Quatsch, wenn du jetzt die ganze Zeit weit. Hallo, Anouk. Na, wer hat da gerade ausgeschlafen? Ganz happy. Tada. Ganz happy. Freut sie sich. Die ist gut drauf, wenn sie ausgeschlafen ist. Mach mal, Baby. So. Oh, meine Arme tun weh. Jetzt merke ich das beim Hochmachen. Ja. Mama trainiert ja fleißig, immer noch. Jetzt gibt es gleich Mittag. Wir sind nur am Essen. Das kann ja Mona auch mit essen. Du kannst Kartoffeln mit Soße, wa? Ja, klar. Ein bisschen Ei. Ja, oder? Willst du? Okay. Ist die süß. Grimassen, Joe. Ja. Der Spiegel, der brennt. Oh, meine kleine Süße, huh? Ach Mann. Tja, nicht los. Bis jetzt keiner da gewesen. Wie sich das verändert, hä? Huh? Ja. War tatsächlich jetzt noch gerade ein Kunde da. Er wollte ganz spontan noch ein Fahrrad kaufen. Können Sie gerne machen. Ich werde jetzt wirklich mal runtergehen und nach die Räder fertig machen, sodass die Leute, die keine Räder haben, die Räder kaufen können. Und das ist ja anscheinend jetzt auch egal, was das kostet für die Leute. Die wollen einfach keine U-Bahn mehr fahren und Bus. Und ja. Das war der Abschluss des Tages. Heute ist nichts weiter passiert. Ich bin ganz kurz runtergegangen, habe ein Rad fertig gemacht. Eins meiner Mieträder habe ich jetzt, hab's jetzt verkauft. Weil ich glaube, Räder mieten, Touristen, das kannst du vergessen. Das müssen wir irgendwann mal vielleicht in ein paar Monaten wieder neu anfangen. Eventuell.
Also die Mietratsituation ist ja eh eine Katastrophe hier in der Stadt. Selbst ohne, also unabhängig von Corona, was man jetzt ja gar nicht mehr unabhängig sagen darf, wird ja nie wieder so werden. Aber war ja schon schlimm. Also war ja gleich null eigentlich, was man so vermietet hat. Ja. Und mit Corona ist es natürlich absurd. Also da mietet keiner was. Müssen wir sehen. Also ich verkaufe nur noch die Räder. Das Bike Rent Point kann getrost ab. Das kann auf ad acta gelegt werden. Das ist vorbei. Das war einmal traurig, aber war. Jetzt ist es nur noch ein Fahrradladen und Reparaturwerkstatt. Das ist auch was. Gut. Damit verabschiede ich mich von für heute von euch. Ich habe jetzt noch einen schönen Abend und Nachmittag mit meinem Kind. Wir sind jetzt total aufgedreht gerade und ich habe gerade ein bisschen getobt mit denen. Und ja. Mein Nachbar ist gerade schon wieder draußen rumgelaufen, der alte Mann. Es ist wirklich, der versteht das nicht. Den muss man eigentlich auch betreuen. Ich glaube, die ganzen Betreuungsdienste sind auch so was wie eingestellt oder so, ne? Unser Nachbar ist wieder rumgelaufen draußen gerade eben. Ja? Alleine. Auch ohne Schutz, ohne alles. Ich glaube, denen ist dir alles egal. Vielleicht will er der auch. Mhm. Na gut, macht es gut. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Müssen wir mal sehen, was die Neuigkeiten so bringen. Und haltet durch. Daumen hoch. Zusammenhalten ist wichtig. Gut, auf alle Fälle macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Und die Familie. Bis dann. Ciao.